Tschüss. Tschüss. Mann, jetzt ist die wieder nicht da. Na gut. Mann, jetzt wollte ich mich hinlegen. Kann ich aber nicht, wenn die nicht zu Hause ist. Salamander. Ich werde sie töten. Ein Wachoffizier und ein Salamander. Komm her! Ich zeig dir, was ich kann! Na, komm her. Okay, der ist zu schnell für das. So. Wow. Angriff! Du bist vergiftet, Junge. Such dir einen Arzt. Ja, den Dolch brauche ich nicht. Der hat nichts. Irisches Schwert ist so uninteressant. So, hier sind auch noch welche. Die schaffe ich locker. Alter! Hey, Junge! Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich reiß euch die Eingeweide raus. Der war tot. Die Frage ist... Alter Schwede, der Geralt haut... Der haut echt rein. Boah, das... Echt heftig. Probieren wir das, das sollte ja bei dem... auch... relativ gut hinhauen, ja. Überreste Meuchadolch, okay. Ja, wach mal, du kommst etwas spät, würde ich behaupten. So, Schwert weg. Nicht, dass wir noch verdächtig werden, Leute zu töten. War denn das jetzt? Mach ich ja doch nicht. Was zum Teufel bist denn du für ein hässliches Teil? Die andere Klinge. Hallo, Geralt. Wieso kann der keine... Achso, ich habe keinen Zauber aktiviert. Das Gift schadet nicht. Also, Feuer. Das ist ja ekelhaft, dieses Teil. Hallo? Kann man da gar nichts looten? Mann, naja. Nein, was soll ich mit den Viechern? Geralt will auch keine Magie anwenden gegen die. Anscheinend. Die sind ihm nicht geheuer anscheinend. Wie soll ich die nicht looten? Mann, ich habe keine... Ich habe das Buch noch nicht gelesen dazu. Den wirft mir auch niemand. Mann, das sind Leute. Das sind Wachen. Keiner hilft mir. So. Salamandra. Oh, das war das falsche Schwert. Tot. Der war leicht. Bitte.
mal in die Häuser rein. Adelig. Hallo. Nichts macht einen glücklicher als ein gutes Geschäft. Ja, natürlich nicht. Ich räumte deswegen... Schrank, die Edelfrau. Mann, die sitzt hier ganz alleine und er ist oben. Was ist denn das für ein Mann, bitte? Lass sie alleine hier unten essen. Hallo. Wählerrat ist jüngst ganz grau geworden. Oh. Da steht wohl wer auf den Stadtrat. Wählerrat. Es gibt hier nichts. Nichts. Infos. Gut, dann auf. Können wir es? Können wir irgendwas essen? Ja, da haben wir unseren Fisch rein, leckeren. Sieht doch eh alles gleich aus. Kikimora würde ich grundsätzlich töten, wenn ich das Buch hätte, wäre es sinnvoll. Hallo Jungs. Mann, macht meine ganze Arbeit. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Das finde ich echt nicht nett. Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Maribotor, da komme ich nicht hin, glaube ich. Das heißt, Eingang zu Krake interessiert mich da eher weniger auch. Hier sind viele Salamander. Nimm das! Das hättest du gern, ne? Oh. Damn! Alle gleichzeitig erledigt. Sieht man auch selten. So, Schleifstein. Nicht mehr Gegenstände mitnehmen, bla bla bla. Ist mir schon klar. Die falsche Taste. Was? Mann, warum ist man... Brauche ich eh nicht. Ich sehe gleich dauernd das Ding, aber... Die kommen also in der Nacht raus, okay. Warum? Warum hilft das nicht? Immer wenn ich was aufnehme, ist dann das Zeug weg. Das ist echt nervig. So, jetzt weg davon dem. So. Andere Klinge, Geralt, komm. Ich werde euch töten. Weiß ich nicht, bin ich mir nicht so sicher. Oh, jetzt sind schon zwei, Alter. Jetzt ist wieder das Ding weg. Ja, doppelt vergiftet, auch schön. Alter, wie er sich da durchschnetzelt. Ja, endlich mal Überreste. Ja, aber das bringt mir nicht viel, weil... Die Überreste von Kikimoren sind... Naja. Sinnlos, wenn man das Buch nicht hat. So. Der Schankwirt. Ich hab seit ge... Kann ich... Ja? Ich würde gerne was in meine Bank legen. Und zwar den Alkohol, dann Ziegenmilch. Wo haben wir dann... Golem-Obsidian-Herz, genau. Da könnten wir einen Trank machen draus, glaube ich. Das nehme ich mit, das kann ich brauchen. Salamandra-Broschen kann ich weg. Dann die Flatterer-Fangzähne habe ich noch welche. Ich glaube, ich kann ich dem Zahnarzt bringen.
glaube ich, eine Möglichkeit, was in das Rezept für absurde Raffarts, das weiß die Schrift. Der verlorene Vitalität. Okay. Leg mal den ganzen Alkohol weg. So an Tränken haben wir nicht mehr viele eigentlich. Hier haben wir noch einen Schneesturmtrank. Einen Gewaltkatz lege ich weg. Diamantenstaub lasse ich auch da, weißer Honig ist auch ein Trank. Kurz schauen, was das ist. Regeneriert einer für eine gefrorene Formel aus, so okay. Absurd Raffatz des Weisen Effekt. Der Absurd Raffatz des Weisen regeneriert augenblicklich eine Großteil der verlorenen Vitalität. Dieser Trank wird hergestellt durch Mischung von Zutaten, die aus einem Maß Vitrol, einem Rebis, einem Maß Rebis und zwei Maß Vitrogenium bestehen. Hochwertiger, starker Alkohol muss als Kunde verwendet werden. Dauereffekt hoch, Toxizität ist hoch. Rafate Weise, ein berühmter Magier längst vergangener Zeiten, entwickelte die Formel eines heilenden Absuds für die menschlichen Krieger, die einst die neue Welt für ihre Rasse eroberten. Hexer fanden neue, bessere Methoden, den Absud Raffatz des Weisen herzustellen, wobei sie Zutaten von Ungeheuern verwendeten. Die klassische Hexausbildung empfiehlt den gleichzeitigen Genuss von Schwalbe, da der Absud Raffatz des Weisen höchst toxisch ist. Okay, dann müssen wir sowieso. Wäre ich sowieso dafür, dass wir uns. Was ist das? Okay. Dass wir uns. Ein paar Schwalben, weil da haben wir schon lange nichts mehr. Tafelwasser hätten wir, das könnten wir eigentlich mitnehmen, könnten wir trinken. Schuss dir doch irgendwie rein. So, wir brauchen jetzt Alkohol. Einmal. Das sind die Fläschchen. Die Pepperwodka nehme ich mit. Passt. So, das reicht. Jetzt müssen wir nur noch. Ja, jetzt gehen wir jetzt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt an der Stadtviertel. Im Tempelbezirk. Da gibt es auch ein Lagerfeuer gleich vor der Tür. Das zahlt sich aus. Im Gegensatz zu dem hier. Schauen, dass wir nicht zu viele Kikimoren wieder anziehen. Irgendwie will ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Deswegen laufe ich euch immer hier durch. Mit dem Typen haben wir jetzt auch nicht geredet, glaube ich. Nee, will ich auch gar nicht. Nein! Hilfe! Hilfe! Ihr mächtigen Wachen, errettet mich! Errettet mich! Alter, wie ist viel? Weg. Na komm. Alter, ist überfordert mit dem Fiebers. Puff, ja. Alter Schwede, die waren echt überfordert mit den Viech. Das gibt's ja nicht. Oh, bitte ins in den Tempelbezirk. Das ist wesentlich besser. So, ich trinke doch mal schnell was. Und da bin ich auch wieder. Puh. Okay, die Gekimoren könnten ein Problem werden, wenn es so weitergeht. So, ich werde gleich mal mit. Wie heißt der? Mit dem Shadow hier reden. Speichern. Er braucht wahrscheinlich wieder Fistech, da müssen wir wieder Fistech holen. Ihr? Schön! Wir müssen reden. Schon lange nicht mehr gesehen. Ihr werft mich nicht noch einmal in die Kloaken. Das läuft so. Ich gebe euch eine Aufgabe. Und wenn ihr euch weigert, landet ihr im Kerker. Spielt ihr gern? Ich schon. Spielen? Ich wette, ich kann euch die Nase abschneiden, bevor ihr nochmal niesen könnt. Oh, sind wir heute ein wenig gereizt, ja? Hört zu. Ich weiß, dass die Leute mit den Salamanderabzeichen schon lange hinter euch her sind. Ich weiß, wo man sie finden kann. Regelt das mit ihnen und eure Probleme haben ein Ende. Und mir helft ihr obendrein damit. Wie hört sich das an?
klingt ganz gut, würde ich sagen. So, hört zu, ich weiß, dass die Leute mit den Salamanderabzeichen schon lange hinter euch her sind. Ich weiß, wo man sie finden kann. Wir werden sehen. Sagt mir, was ihr wisst. Die Salamandra haben den Drogenhandel so gut wie übernommen. Wenn sich ihnen niemand entgegenstellt... Warum sollte mich das kümmern? Die sind hinter euch her. Vernichtet sie. Holt euch die Informationen, die ihr braucht, und kehrt hierher zurück. Oh, und nehmt sämtliche Drogen mit, die ihr findet, als Beweismittel. Wo soll ich anfangen? Ein Informant sprach von einem Händler namens Angus, der etwas Pulver besitzt. Er arbeitet im Elendsviertel. Wir müssen wissen, woher er seine Ware bekommt. Er ist häufig in der Taverne. Ah ja, ich muss Angus im Elendsviertel aufsuchen und nach seinen Lieferungen ausfragen. Ich weiß ja nicht. Jetzt habe ich ganz auf die andere Quest vergessen, die ich hatte. Die Quelle. So, Faustkampf. Nein, Neuwart bot an mich, ich werde auf den nächsten Zug persönlich. Tod und begraben. Was das da auf jeden Fall mal. So, der Taler wird hier nicht mehr sein. So, wir gehen jetzt am besten zurück ins Gasthaus, also zum Feuer, legen uns mal hin, schlafen ein bisschen. Und weil wir haben auch ein paar Level-Ups, das heißt, die können wir auch nutzen. Sinnvollerweise. Den Angus sehen wir vielleicht dann auch noch. Hier irgendwo. Rausschmeißer, Tür, bla bla bla. Lichtführer, Frau, na okay. So, einmal kurz hinlegen. Wir haben auch neue Talente erworben. So. 4 silberne und 8 bronze Talente. Ach du Kacke, okay. Na gut. Ich weiß gar nicht. Jetzt mal kurz bei den Bronze-Talenten überlegen, ne? Wir haben hier die Gewandtheit, da gibt es nur noch eines, 10% Parieren. Dann bei der Ausdauer gibt es auch noch eines. Das finde ich aber eher unnötig, weil ich keine Ahnung habe, was es ist. Intelligenz wäre fertig, das Artzeichen hat hier noch ein paar. Kann man den Gegner entwaffen damit und Niederschlag ist ein bisschen erhöht. Igni ist bronzemäßig gesehen fertig. Gwen, ich weiß nicht, was Gwen ist. Gwen macht, glaube ich, ein Schutzschild, ne? Erzeugt ein Schild, der Schaden absorbiert. Feuerresistenz. 10% Angriffe für die 10% der aktuellen Vitalität. Erzeugt ein Schild, der Schaden absorbiert. Schilddauer plus 25%. Säureresistenz, das wäre ganz cool eigentlich. Und die Machtverstärkung des Axt und starke Rechtsklick und gedrückt halten. Okay, ja, bla bla. Verringert Bezauberung, was haben wir hier? Ausdauer bewirkt Bezauberung, das haben wir auch alles nicht. Verringert Bezauberung, was ist denn? Kirin, das ist. Verursacht Schmerzen, Schaden abhängig von der Zeichenintensität. 25% Schmerz dazu. Ladungen 4, Zeichenintensität. Dauer und Zeichenintensität ist erhöht. Laden 5 Ladungen, okay. Gegen Ausweichen wird die Chance auf Vergiftung. Kreis des Todes, Schaden 100%. Verursacht Schmerzen, Schaden abhängig von der Zeichenintensität. Die Machtverstärkung des Zeichens zu starten, rechtsklicken und gedrückt halten. So. Die Chance von Blenden, Kosten deswegen von Zeichen minus 20%. Das klingt ja nice. Gucken wir uns mal so durch, was es alles so gibt. Chance auf Einäscherung, Chance auf Verursachung von Angst. Winkel 350 Grad ist nice. Das ist fast rundherum. Chance auf Verursachung von Schmerz. Kosten minus 20%. Dauer von Einäscherung ist plus 50%, was sehr nice ist eigentlich. 8. Entwaffnen. Niederschlag lähmen.
Zeichen, das ist eh normal. Kritischer Effekt plus 50%. Niederschlag. Leben, Niederschlag, entwaffnen. Oh, das kann auch was, ja. Wie schaut's mit Gwen aus? Erhöht die Chance von Niederschlag des Gegners. Wiederherstellung von Vitalität plus 1 pro Sekunde. Okay, Niederschlagsresistent. Ich glaube, Gwen wäre gar nicht so schlecht, glaube ich. Axi. Bezauberung 25%. Kritische Effekt. Dauerkritische Effekte plus 25%. Wow. Wirkt nur im schnellen Silberkampfstil. Entmutigen. Axi. Nehme ich auch einen Gegner an, oder? Ja. Angst plus 25%. Ermöglicht jährliche Bezauberung eines zusätzlichen Charakters. Oh, das ist nice. Okay, hier, den haben wir schon verwendet. Der Kreis des Todes wäre nice, glaube ich. Der kann, glaube ich, was. Jetzt ist nur die Frage, Gwen. Gwen haben wir, können wir hier, glaube ich, auch durchlesen noch? Hier wird nicht angezeigt. Schade. Und die Machtverstärkung, ich weiß nicht, was erzeugt ein Schild, der Schaden absorbiert. Das ist mir schon klar, aber... Nein, Mann. Geschickter Hexer. Na gut, ich lege mich mal hin. Rein zu die Stimme. Bis zum Morgengrauen. Ich lege mich mal hin bis zur Dämmerung. Ist ja egal. Und mach derweil einfach mal ein paar Tränke. Alkohol hätten wir dabei sogar. Das finde ich ganz nice. Ich glaube, wir bräuchten sogar einen Katzentrank. So. Grapelis brauchen wir zweimal. Das wäre das Gelbe. Haben wir das irgendwo einzeln mit? Bin ich mir nicht so sicher, ob wir das einzeln haben. Schaut schlecht aus. Doch. Zweimal, okay. Hier haben wir es nochmal sechsmal, okay, dann. Karmin. Okay. Schwefel, okay. Ja, Schwefel kann man. Ja. Bomben, ich habe keine Ahnung, wie man Bomben baut. Mission. Hätten wir nämlich einmal die Katze. Und dann die Schwalbe würde ich gerne noch mitnehmen. So. Die Schwalbe wird schwierig. Vitrol haben wir nämlich. Okay, Vitrol haben wir. Wie viel braucht man da bei Schwalbe? Eines. Okay, dann brauchen wir einen reinen Ribis. Nehme ich einmal Weinstein mit und einmal das Leichengift. Und dann brauchen wir noch Ether, glaube ich, war das, ne? Ether, ja. Okay. Also, passt. Gut, hätten wir das auch gemischt. Schwalbe geht nicht mehr, da fehlt mir der Trank. Da müsste ich mir das machen. Ne? Ja. Na gut, okay. Dann lassen wir es einmal, da passt es dabei. Starten wir mal die Medikation. Haben wir einmal Schwalbe dabei und einmal diesen anderen Trank. Also die Katze noch dabei, damit wir im Dunkeln sehen können, weil wir werden auch in den Friedhof noch gehen, glaube ich. Ist halt ein bisschen schwierig. So! Dann lese ich mir nochmal mein Zeichen durch. Gwen. Erzeugt ein Schutzschild, der vorübergehend alle Hiebe von Angreifern absorbiert. Gwen wird deaktiviert, wenn Geralt einen Angriff durchführt. Das heißt, wenn wir angreifen... vielleicht nicht. Wenn wir angreifen, dann wird das Schild deaktiviert. Das bringt mir in dem Sinn nichts. Was bringt es mir, wenn ich rumstehe... von Gegnern angegriffen werde? Das bringt mir nichts. Geralt zeichnet eine Zone auf dem Boden, die bei allen magischen Ungeheuern, die den Bereich betreten, Schaden verursacht. Sie lebt und schwächt.
Flammenattacke, die bei den Zielen Schaden verursacht und sie in Brand setzen kann. Axt zeigt dem Münchner eine begrenzte Gedankenkontrolle über willensschwache Individuen. Wird es im Kampf eingesetzt, lebt das Gegner vorübergehend, kann sie aber auch dazu zwingen, Geralt zu helfen. Ich glaube, ich werde da das Irdenzeichen mitnehmen und das Artzeichen. Also ich werde hochleveln, werde ich Igni, Gwen und Art. Das Irdenzeichen, glaube ich. So. Jetzt noch mal studieren, was wir nehmen. Wir haben hier auch noch ein paar Bronzetalente, muss ich zugeben. Wobei das alles, das ist alles schon fertig, ne? Das ist nur bei mit Alkohol. Ah, das ist nur, wenn wir weniger haben. Schneller Stahl ist mir da. Wenn der Gegner weniger als 25. Okay. Ah, mein Gegner. Ah, wenn Geralt. Okay. Das starke Silber. Das ist. Also, Silber ist eigentlich recht. Recht ist schon. Ist schon hat schon. Also, ist schon recht stark, meiner Meinung nach. Ich nehme mal das mit. Dann haben wir da nochmal. Beim starken Silber wenigstens ein Vorteil. Das schnelle Silber ist, soweit ich jetzt mitbekommen habe, nicht so. Ja, wie gesagt, Silberschwert macht genug Schaden. Und was ich jetzt mit dem, ja, schnelle Silber, habe ich eh das hier, ne? So, Schaden. Wenn Geralt, wenn mit mindestens mehr als 3 Gegnern kämpft, dann mache ich natürlich noch, habe ich mehr Chance auf Niederschlag. Kann man jetzt natürlich sehen, wie man will. Ob's was bringt er nicht. Ich nehme hier noch den Präzisionstreffer mit. Dann gehe ich hier hoch zu dem zum Stahl, weil da mache ich noch wenig Schaden. Ne? Dann nehme ich noch das mit. Gruppenstahl lasse ich jetzt mal so wie er ist. Und gehe dafür hier bei dem beim 8. Geht dafür beim Ibni-Zeichen. Gebe beim Ibni-Zeichen hier eins mit. Nehmen noch eines mit, ja. Gut, dann sind die Silbertalente mal weg. Dann kann ich hier bei Art, nehme ich die Chance auf Entwaffnen dazu und den Niederschlag. Hier gibt es grundsätzlich nichts mehr, ohne Silbertalente mitzunehmen. Doch das parieren nehme ich mit. Schadet nicht. Okay, dann hätten wir eigentlich. Ja, schneller Stahl benutze ich eh nicht mehr so oft. Silber ist eigentlich komplett gelevelt. Das schnelle Silber, das benutze ich eh auch nicht. Von dem her kann ich noch ein Zeichen mitnehmen. Jetzt ist die Frage, Gwen, Axi oder Irden? Das ist halt. Ich werde wahrscheinlich keines dieser Zeichen jemals benutzen, also. Verringerte Bezauberungsresistenz des Feindes, ja. Bewirkt Angst, bewirkt Bezauberung. Da hilft er uns, oder? Wie ist das? Wie sehe ich das jetzt genau? Mit Bezauberung hilft er uns, ne? Oder nicht? Oder ist er dann einfach schwächer? Also schwächer im Sinne von, dass er leichter zu manipulieren ist. Das wirkt nur im schnellen Kampfstil, also irrelevant. Dauerkritische Effekte ist um plus 50% erhöht, das finde ich super. Aber, naja. Okay, wie schaut's mit Gwen aus? Gwen ist eigentlich. Das Schild wäre super, aber das bringt mir nichts. Bringt das Schild nichts? Wenn es nach einem wenn ich einen Angriff mache und es ist vorbei, dann bringt mir nichts. Das ist meine Sorge, die ich gerade habe, wenn ich das Schild verwende. Dann werde ich angegriffen, das finde ich ja super, aber wenn ich dann einen Angriff mache, dann ist es auch wieder blöd. Zum Ausprobieren wäre es, ne? Man könnte es einfach ausprobieren, ist ja egal. Dann nehme ich einfach mal den Schüler mit. Und die Feuerresistenz nehme ich mit.